Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kennt ihr diesen Satz, der oft in Teams oder in Besprechungen fällt oder vielleicht auch Nachbesprechungen fällt? Vielleicht von Kollegen, aber auch von Leuten, die in der Führungsposition, also in der Teamführung sind? Herzlich willkommen zu einem neuen Timeout. Und dieses Thema ist extrem wichtig, wenn es ums gemeinsame Arbeiten geht, aber auch gemeinsam nach vorne zu kommen. Denn nur dann, wenn ich richtig zuhöre, weiß ich, was wirklich in meinem Team passiert. Und auch wie ich welche Schritte vielleicht dann auch einleiten kann, um Probleme oder auch Konflikte zu lösen. Walter Zinn, ein deutscher Manager, hat mal gesagt, man muss uneigennützig zuhören und sich darauf einlassen. Und das beschreibt sehr gut, worauf es wirklich ankommt. Und jetzt könnt ihr mal darüber nachdenken. Wie gut hört ihr denn zu? Und was leitet ihr aus dem Gehörten denn auch dann ab und kommt in die Aktion? Dabei wünsche ich euch und dem gesamten Team natürlich viel Erfolg.